Es gibt Leute, die sehen vor lauter Bäume den Wald nicht. Stimmt. Ja. Ich glaube, man kann gut durch diese Filme durchgehen und kriegt von diesen Kernsätzen nichts mit. Und das finde ich irgendwie auch befriedigend. Okay, wir sind hier falsch. Ich bin Jovana Reisinger, Schriftstellerin, Filmemacherin und bildende Künstlerin. Hallo Jovana, herzlich willkommen zum Double Feature Interview. Wir sind heute im Bürgergarten an den Eschenheimer Anlagen und wir sitzen hier vor dem schönen Medusa-Brunnen. Und das ist ein ganz passender Drehort für uns heute, weil auch in deinem Film Unterwegs im Namen der Kaiserin Prequel, den du heute zeigst, geht es ja auch um einen Brunnen. Stimmt. Es geht um den jungen Brunnen. Die meisten Leute, die den Namen Sissi hören, denken wahrscheinlich an die Filme mit Romy Schneider aus den 50ern. Sissi, Sissi die junge Kaiserin und Sissi Schicksalsjahre einer Kaiserin. Das sind schon alles super Titel. Das sind ja schon mal eine Inspiration für die Namen im Film, aber gibt es noch andere Stellen, an denen diese Filme irgendwie eine Rolle für dich gespielt haben? In Vorbereitung auf diesen Film habe ich diese Filme natürlich noch mal alle angesehen, aber es gab jetzt nicht den Moment, wo ich mir dachte, ah ja, Moment mal, diese Einstellung müssen wir jetzt genauso inszenieren. Es war eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt endlich mal an diesen Heimatbegriff ran und an dieses Setting und an diesen Kitsch und an diese Idylle. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss da jetzt mal so rankratzen. Heimatfilm ist ja auch ein super interessantes Genre eigentlich. Man denkt immer so, gut, die spielen halt alle irgendwie immer in der Natur, so auf dem Land. Es gibt also keinen urbanen Heimatfilm, oder? Naja, es gibt ja so neue Heimatfilme. Also es gibt ja eine Idee, dass man so eine neue Selbstverständlichkeit auch schafft und mal so neue Heimatfilme erzählt. Ne? Also die spielen dann zum Beispiel in Brandenburg oder so. Oder man kann ja auch einen Berlin-Film drehen und sagen, sie auch einen Heimatfilm. Mhm. Aber der klassische Begriff Heimatfilm oder was darunter verstanden wird, ist in erster Linie Kitsch, Berge, Idylle, ein See. Dann gibt es so eine eher eingeschworene Gemeinschaft. Dann kommen ganz oft Leute von außen dazu. Ist beim Heimatroman auch so. Das sind natürlich die AntagonistInnen. Mhm. Meistens ist es auch relativ klar strukturiert. Ne? Gut, böse, schlecht. Was wird gewollt, was wird nicht gewollt? Was ist zu radikal, was nicht? Oft wird gesungen in den alten, über Essen zum Beispiel. Es wird richtig viel über Essen gesungen. Es und überhaupt auch, das Gasthaus auch als Ort. Ja, ne? Total ist wichtig. Immer es wird das weiße Rössel und sowas. Es wird extrem viel gegessen und gesoffen und es wird auch, die Natur wird natürlich auch besungen und es kommen immer so Tiere, ne? Plötzlich ein Reh. Und natürlich viel Liebe. Liebe. Liebe, unfassbar viel Liebe, ja, ja. Aber die schöne heterosexuelle Liebe, ne? Also ganz aufgeräumte Verhältnisse und das alles ganz einfach zu dechiffrieren. Sowieso, ja, ja, diese merkwürdige Form von Utopie, die ich nicht leben möchte, ne? Aber es wird so eine heile, schöne, gesunde, farbprächtige Welt gezeigt. Und der Heimatfilm wurde natürlich durch die Nationalsozialisten auch extrem instrumentalisiert. Natürlich. Ja. Dann gab es ja auch diese Durchhaltefilme, Schlager ja genauso. Ne? Also dann hat man ja so, während man in Italien den Neorealismus hat und in Frankreich die Nouvelle Vague, ballert man in Deutschland dann einfach nach dem Krieg den Heimatfilm weiter. Und teilweise auch Reproduktionen von den NS-Filmen. Also ja, das waren ja teilweise die gleichen Geschichten, die dann die gleichen SchauspielerInnen zum Teil. Ja. Ist für dich Unterwegs auf den Spuren der Kaiserin Prequel ein Anti-Heimatfilm? Ich würde behaupten, ja, aber weiß ich jetzt nicht genau. Kannst du vielleicht besser kategorisieren? Kommen wir noch mal zu dem Schönheitswahn von Sissi, und weil das spielt ja im Film auch eine ganz wichtige Rolle. Jugend und Schönheit, es wird, glaube ich, an einer Stelle gesagt, wer jung und schön ist, hat Erfolg. Ja. Jugend und Schönheit sind ein Kapital. Siehst du das auch so? Naja, ich glaube, wenn du dich so und so kleidest oder so und so aussiehst, diesen Größen entsprichst oder was auch immer, dann bekommst du eine bessere Behandlung und wer will die nicht? Ne? Und dann kommt gleichzeitig so der Demokratisierungsgedanke immer dazu. Demokratisierung von Schönheit ist so eins meiner Highlight-Themen. Die Idee davon, dass Schönheitsoperationen ja immer günstiger werden, gleichzeitig mit der Aussage verknüpfen, jetzt muss wirklich niemand mehr hässlich sein, finde ich, ist so eine ganz perfide Art von Zurechtweisung, auch was so Körper angeht. Und es betrifft ja nicht nur den weiblichen Körper, auch den männlichen, aber es betrifft so alle Körper, die in diesen Systemen überleben wollen. Und wenn man dann sagt, es gibt zum Beispiel das Recht auf Schönheit, so die Idee davon wäre, wie es in manchen Ländern schon ist, dass man sich OPs zum Beispiel bezahlen lassen kann von Krankenkassen und so weiter, dann bedeutet das ja auch, dass man permanent an sich arbeiten muss und es auch verändern muss. Mhm. Und man würde sich quasi auch dieser Idee ausliefern, dass man das erfüllen muss, um weiterzukommen.
Und das behandle ich in ganz vielen meiner Arbeiten. Also ich komme über dieses Thema auch nicht hinweg. Aber wenn wir jetzt schon von Schönheit sprechen, müssen wir natürlich ganz dringend auch über die Outfits sprechen im Film, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Weil Wandern ist ja jetzt eigentlich nicht, sage ich mal, das Metier, wo man die beste Fashion sieht. Also Funktionskleidung, die ja auch in den letzten Jahren explodiert ist, wo es keine Ahnung, was für Materialien gibt. Was für eine Rolle spielte für dich die Kostüme, also die Outfits der drei Protagonistinnen? Also ich habe mit Stylistinnen zusammengearbeitet und wir hatten sehr früh die Idee, dass das Konzept des Stylings Survival Couture sein muss. Also eine wilde Mischung aus tatsächlich Couture oder eher hochwertigeren, teuren Kleidungsstücken und diesen, wie du es schon gesagt hast, diesen Produkten, die so zum overequipped sein auch einladen. Ne? Also dann sehr viele Taschen, sehr viele Reißverschlüsse, sehr viele sehr praktische Dinge, genau. Die Hose. Trink, ja, die Hose, dann so Trinkbehälter mit Schläuchen und Powerriegel müssen natürlich auch dazu kommen. Aber diese Kontrastierung mit dem, was man auch erwartet, wenn es so um Wandern geht, oder? Ja, das war auch toll, weil wir haben sie ja bei einer Wanderung gedreht und wir kamen natürlich mit sehr vielen anderen wandernden Personen in Kontakt, die das immer gar nicht so lustig fanden. Also zum Teil, wenn sie gemerkt haben, okay, da ist eine Kamera im Spiel und wir machen irgendwas, dann war es so ein bisschen okay, aber die haben auch ganz schön abschätzige Kommentare bekommen. Echt? In diesen Zwischensequenzen, wenn wir wirklich einfach nur wohin gewandert sind. Und das fand ich total interessant, also auch dieses beweisen wollen, dass man nicht nur Kapital hat, sondern irgendwie auch Wissen, ne? Und dass man so weiß, was man jetzt so braucht auf so einer wirklich nicht anstrengenden Strecke. Ja. Also im Film fällt ja auf, diese Kommunikation und dann wieder so Non-Kommunikation, diesen Sprachhülsen, also diese ganzen Sprüche zum Thema Jugend, so jung kommen wir nicht mehr zusammen und Ähnliches. Welche Rolle spielt denn so Sprache für dich auch, also diese Dialoge? Und für mich ist die Sprache extrem wichtig. Also ich komme ja wirklich von der Sprache und arbeite als Schriftstellerin und ich finde, die Sprache ist nicht unbedingt anders in den Büchern. Die ist halt so ein literarischer Text und kein Sprechtext dann. Aber diese Fernseh-Slogan-eske Werbesprache, die kommt immer wieder rein, diese Sprichwörter. Ich finde das ganz wichtig, um sowas zu erzählen, auch so was Stereotypisierung angeht oder Klischees. Oder auch einfach so nichts zu sagen. Ja. Ne? Und am Ende sagte dann einer der SchauspielerInnen zu mir, weißt du, Johann, das ist einfach so toll, weil du so gute, so schlechte Texte schreibst. Und ich war so, Moment, was meinst du damit? Und dann ging es eben genau darum, um diese Hülsen. Und dass, wenn man versucht, die so ernsthaft so vorzutragen, dass man auch oft daran scheitert. Frage, wenn wir in dem Jungbrunnen gebadet haben, leben wir dann auch für immer? Nee, wir bleiben jung, bis wir sterben. Also wir sehen so aus wie jetzt, aber altern. Wir verfaulen also innerlich? Und dann sterben wir plötzlich so mit 100, sehen aber aus wie jetzt. Man sagt, du bist nur einmal jung. YOLO. LOL. Man sagt, ein Mann ist immer so jung, wie er sich fühlt, aber keineswegs so bedeutend. Man sagt auch, Altern schützt vor der Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern. Forever young ist mein Motto, egal wie. Also ganz oft auch schreibe ich diese Dialoge so, dass diese wichtigen Sätze, die Kernsätze, so eingeschleust sind zwischen nichtssagenden Worthülsen oder anderen Phrasen, dass man sie sehr gut überhören und übersehen kann. Und auf diese Gefahr hin und auf diese Lücke arbeite ich richtig gerne hin. Also auch dieses unsichere ErzählerInnen zum Beispiel oder Erzählfiguren liebe ich. Und auch diese auf falsche Fährten locken in Filmen und so Dinge zu erzählen, die völlig irrelevant sind für die Story. Einfach nur, weil sie schön sind oder weil sie völlig banal sind, aber einfach, weil man Zeit und Raum hat, sie zu erzählen, was ja in ganz vielen Filmen nicht stattfindet, weil man immer nur so eine handlungstreibende Szenen und Gegenstände irgendwie etablieren möchte. Und ich will lieber so drumherum erzählen. Und ich weiß, dass es diese Gefahr gibt, dass man das dann ganz übersehen und überhören kann und dass das so verschluckt wird. Ich glaube aber, dass man diese Filme auf verschiedene Arten sehen kann. Und das finde ich dann schon wieder reizvoll, ob das funktioniert. Ne? Also, ich glaube, man kann gut durch diese Filme durchgehen und kriegt von diesen Kernsätzen nichts mit. Und man hat irgendeinen anderen Film gesehen. Und das finde ich irgendwie auch befriedigend. Der Film ist ja ein Prequel. Wir sehen jetzt drei junge Menschen, die auf der Suche nach dem Jungbrunnen sind. Aber dazu gibt es ja noch eine größere Geschichte. Ja, tatsächlich war der Prequel-Dreh so eine Art von
versuche mir selber zu zeigen oder mir selber zu beweisen, dass das wahrscheinlich eine relativ gute Idee sein könnte, dieses Filmvorhaben, das jetzt folgt. Und zwar mein erster Langfilm. Und es ist natürlich schon so, dass ich damit auch in die Tradition der Anti-Heimatfilme rein möchte. Ne? Also gerade an diesem Idyll zu kratzen, gerade so zu gucken, was kann man eigentlich da so machen. Und in diesem Langfilm ist die Erzählung ungefähr die gleiche. Ne? Drei beste FreundInnen sind auf der Suche nach dem Jungbrunnen. Dann kommt eine Hexe um die Ecke und sagt, oh, eine oder einer von euch dreien ist die Reinkarnation der Kaiserin Elisabeth. Begebt euch mal auf ihre Spuren. Ihr müsst es dringend herausfinden, weil der Geist wird sonst von euch Besitz ergreifen und ihr werdet einfach draufgehen, also zumindest zwei von dreien. Und so werden die halt auf Mission geschickt. Und es sind die gleichen drei. Es sind wieder Romy, Magda Gustav und Karl-Heinz, wieder gespielt von Benjamin Ratschepur, Thomas Hauser, Julia Riedler. Es kommen noch ganz, ganz, ganz viele andere Nebenfiguren dazu. Es wird so mindestens 80 Minuten. Wir sind gerade so am Herausfinden, ne? Wir warten gerade so auf Zusagen, Absagen und so weiter. Und wir drehen nächstes Jahr und gucken mal, was passiert, ob es funktioniert oder nicht. Gucken wir mal, ob es klappt.